Zuletzt hatten wir im Screencast geklärt, was eigentlich die Begriffe bedeuten: Information, Wissen, Information Retrieval. Wir wollen uns jetzt ein bisschen damit beschäftigen, wie sich das Ganze beispielsweise vom Datenretrieval abgrenzen lässt, wenn Sie an sowas wie Datenbanken denken. Das hat sich schon Keith von Reisbergen gefragt und in seinem Buch 79 ganz gut dargestellt, in so einer Art Tabelle, wo man eben erkennt, dass beim Datenretrieval viele Dinge anders sind als beim Information Retrieval. Beim Datenretrieval, also sowas wie einer Datenbankabfrage, möchte man eigentlich immer einen exakten Match haben, also genau die Objekte, die die Suchanfragekriterien 1 zu 1 erfüllen, wohingegen beim Information Retrieval dadurch, dass das Informationsbedürfnis meistens gar nicht dem Nutzenden richtig klar ist und auch die Anfrage meistens vage formuliert ist, oft sowas wie ein Partial Match, also teilweise Treffer reicht oder eben der bestmögliche Match meistens der beste ist. Außerdem ist es ein bisschen unterschiedlich, wie beispielsweise der Inferenzgedanke umgesetzt ist. Im Datenretrieval ist es deduktiv, im Information Retrieval induktiv. Das Modell im Datenretrieval ist eher ein deterministisches, im Information Retrieval ist es probabilistisch in dem Sinne, dass man oft einfach nur Wahrscheinlichkeiten dafür berechnen kann, wie gut etwas vielleicht zu einer Anfrage passt. Und beim Datenretrieval ist es einfach ganz klar abgeleitet, passt oder passt nicht. Ein Objekt, was ausgegeben wird, ist im Datenretrieval monothetisch klassifiziert. Also alle Dinge, die zu einer Klasse gehören, teilen sich die exakt gleichen Eigenschaften. Also die Eigenschaften sind notwendig und hinreichend dafür, um zu einer Klasse wie beispielsweise den Ausgabeobjekten zu gehören. Wohingegen im Information Retrieval die Dinge, die ausgegeben werden, irgendwie Eigenschaften haben, die ganz gut sind, aber keins davon hat alle und keine Sammlung von Eigenschaften ist notwendig und hinreichend dafür ausgegeben zu werden, sondern es ist eher so ein bisschen so Teil hier, Teil da. Beim Datenretrieval ist die Anfragesprache eher künstlich. Denken Sie an sowas wie SQL als Anfragesprache, ist ja doch eine eher künstliche Sprache. Beim Information Retrieval würde man vielleicht sagen, es ist natürlich, weil ich kann ja auch heutzutage mit meinen Geräten sprechen, wenn ich da was suchen möchte. Also es ist eher eine natürlich sprachliche Anfrage, die ich da stelle. Die Anfrage selbst ist, die Spezifikation ist vollständig im Datenretrieval, aber unvollständig im Information Retrieval. Die Dinge, die man möchte, das sind eben Objekte, die matchen im Datenretrieval und Dinge, die relevant sind im Information Retrieval. Über Relevanz hatten wir uns ja schon unterhalten. Und ansonsten ist das Informations- oder das Information Retrieval-System eher robuster bei Fehlern als ein Datenretrieval-System, wo dann eben einfach keine Antwort kommt. Im Information Retrieval kommt dann meistens sowas wie, naja, did you mean oder so, wenn man sich mal vertippt hat beispielsweise. Es ist also eine Unterscheidung zu treffen, was so im Prinzip das Herangehen an das eigentliche Retrieval-Problem darstellt. Also zumindest Datenretrieval scheint was anderes zu sein als Information Retrieval in der Meinung von vielen. Selbst wenn man, und das können wir jetzt im Prinzip erstmal so ganz grob verstehen, selbst wenn man, das sagt Fuhr, Boolesche Retrieval-Systeme sich anschaut, die einfach gar kein Ranking zurückgeben, sondern nur Objekte, die die Anfragekriterien erfüllen, da ist es einfach so, dass immer noch im Prinzip eine Unsicherheit besteht, aber die einfach zum Nutzer gegeben wird. Also ich als Retrieval-System bei einem Boolschen Retrieval gibt man kein Ranking zurück, sondern sagt, okay, das hier sind die Treffer, die passen, ich kann die dir nicht sortieren. Ich habe sie immerhin von allen anderen getrennt, die nicht passen. Aber die Unsicherheit, was denn jetzt das Beste unter diesen Dingen ist, die ist immer noch dann beim Nutzer. Die hat das System nicht gelöst. Also ist auch das Boolsche Retrieval eigentlich kein Data Retrieval, sondern ein klassisches Information Retrieval-Problem. Ansonsten ist es so, dass im Prinzip in einer Datenbankanwendung, also diese monothetische Klassifikation, in dem Sinne schon vorhanden ist, dass auch alle Dinge, die überhaupt als Objekte gespeichert werden, alle Eigenschaften haben müssen, die zumindest nicht Nullwerte annehmen dürfen. Also sowas wie Personen in der Datenbank haben immer einen Namen, Geburtstag und irgendwie ein Geschlecht oder so, wohingegen Dokumente, die Personen beschreiben, irgendwie manches davon auch gar nicht enthalten müssen. Das kommt also ein bisschen so auf das Datenbankschema natürlich dann an, aber im Prinzip würde man sagen, selbst die Objekte, die in der eigentlichen Datenbasis liegen, sind bei Data Retrieval-Anwendungen eher monothetisch und bei Information Retrieval-Anwendungen polythetisch in dem Sinne, dass jedes Ding eine beliebige Teilmenge
der Informationen schon nur noch enthalten muss. Und speziell natürlich dann auch die Ergebnisse, das gleiche Problem oder den gleichen Unterschied darstellen. Eine weitere Art, wie man sich Datenretrieval und Information Retrieval sozusagen getrennt vorstellen könnte, ist, wenn man sich fragt, aus der Sicht der Semiotik, also sowas wie, was soll es auch bedeuten? Da gibt es eben verschiedene Layer, also ganz unten der syntaktische Layer, da ist man im Prinzip im Bereich des Data Retrievals auch, das sind einfach Symbole. Und wenn man da jetzt im Beispiel ganz rechts diese Symbolfolge sieht, das sieht irgendwie aus wie ein Datum, ne? Also im Jahr 2018. Jetzt könnte man sich noch fragen, ist es der 10. Februar oder der 2. Oktober, je nachdem, ob das jetzt also amerikanisches Datumsformat oder beispielsweise das deutsche ist, je nachdem, wie rum man das interpretiert. Okay, ist noch ein bisschen unsicher, aber im Prinzip erkennt man auf den ersten Blick, ist es ein Datum. Und solche Datumsangaben könnte man in dieser symbolischen Form natürlich auch in Datenbanken erwarten. Datenbanken gehen jetzt aber eigentlich nicht darüber hinaus. Die Interpretation wird also immer beim Nutzer dann landen. Und die Unterschiede beim Information Retrieval sind einfach, dass man da noch ein ganzes Stück in dieser Hierarchie, in dieser Information Science Hierarchie nach oben wandert. Also von den einzelnen Symbolen über die Daten, die Nachrichten hin zu den Informationen und zum eigentlichen Wissen. Daten, Information, Wissen, da haben wir so wieder, die wir in einem vorhergehenden Abschnitt der Vorlesung ja auch schon als wichtige Begriffe charakterisiert haben. Ja, wie kommt man dahin? Über dem syntaktischen Layer ist dann immer der semantische Layer, so wie man es auch von Programmiersprachen kennt, also Syntax, welche Symbole darf ich benutzen, Semantik, was bedeuten die? Jetzt nehmen wir einfach mal an, dass das hier das Datum von heute wäre, dann wäre also die Interpretation das heutige Datum. Und im Prinzip versehe ich jetzt diese Symbolkette mit einer bedeutungstragenden Interpretation. Ein Schritt drunter ist wieder die Frage, würde man vielleicht Sigmatik dann bezeichnen oder sigmatische Bedeutung, dass das, was hier steht, für mich aussieht wie ein Datum. Also das 10.02.2018 oder 2.10.2018 bedeutet, je nachdem, wie rum man diese Interpretation hier ansetzt. Aber im Prinzip, dass es das heutige Datum wäre in dieser hypothetischen Welt, ist die semantische Bedeutung. Die sigmatische Bedeutung ist, das ist ein Datum. Da fragt man sich gar nicht, was für ein Datum das sein soll, sondern einfach nur so als Objekt, es hat die Form eines Datums. Und ganz oben drüber ist dann der pragmatische Layer, die Pragmatik selbst, die eben fragt, ja, warum ist das denn jetzt irgendwie wichtig, dieses Datum zu kennen? Und wichtig könnte es beispielsweise sein, wenn ich das Informationsbedürfnis habe, zu fragen, habe ich denn den Geburtstag meiner Mutter verpasst? Also gegeben, das angenommen hypothetische heutige Datum, 2. Oktober beispielsweise 2018, und jetzt die Frage, habe ich den Geburtstag meiner Mutter verpasst? Dazu brauche ich auch noch Wissen, beispielsweise, dass vielleicht die Mutter am 1.10.1955 oder so Geburtstag hat. Dann könnte ich diese Frage hier für mich beantworten. Und der Unterschied zwischen Data Retrieval und Information Retrieval ist eben, Data Retrieval spielt sich im Prinzip hier unten ab, also auf der eher symbolischen, syntaktischen Ebene, wohingegen Information Retrieval hier oben auf der semantischen, pragmatischen Ebene ist. Ich möchte solche Informationsbedürfnisse lösen können, helfen, diese entsprechenden Informationen zu generieren. Und dafür müsste ich beispielsweise Wissen generieren können und sagen, was ist denn jetzt nun eigentlich der Geburtstag in dem Fall hier einer bestimmten Person? Also der Unterschied, Datenretrieval eher weiter unten in dieser Kette, Information Retrieval eher weiter oben. Data Retrieval ist eher im Bereich des Encodings, die Interpretation wird komplett dem Nutzer überlassen, wohingegen Retrieval-Systeme auch sehr stark in diesem Bereich der Interpretation unterwegs sind und eben beispielsweise mit einbeziehen müssen, was so der Kontext des Nutzers etwa ist. Ja, wenn man das Ganze noch ein bisschen sich wieder mehr anlesen möchte, dann würde man vielleicht mit Wikipedia oder so beginnen können. Ist heutzutage auch mal, zumindest manche der Artikel, die mal gefeatured waren, sind gar nicht schlecht mittlerweile. Und das, was man sich im Prinzip merken sollte aus diesem Abgrenzungsteil der Vorlesung ist, Information Retrieval ist quasi auf der Ebene Semantik und Pragmatik angesiedelt, und zwar in Form einer assoziativen Suche, und Data Retrieval ist einfach auf dem, naja, nicht untersten Level, aber eben auf dem Level der Syntax zum großen Teil angesiedelt. Danke.